Es geht wieder weiter mit Let's Play Final Fantasy VII, dem Remake. Beim letzten Mal haben wir unsere beiden Damen, die Faustdick hinter den Ohren haben, die gute Arrow von Tifa hier, in der Kanalisation sich durchgeschlagen. Cloud ist auch irgendwo. Aber wer ist schon bitte Cloud? Wir sind hier von Don Corneo geflohen und sind nun auf dem Weg zurück zu Sektor 7. Cloudy Baudi, wir haben das übrigens geschafft. Ganz unter deiner Hilfe. Oh, Aerith ist süß, Mann. Ah, sie ist so beiden Händen so mit aller Macht zieht. Hat ja gut geklappt. Was hast du erwartet? Merk schon, bist neidisch auf deren super Kollaboration hier. Wo ist? Die Viecher wieder. Was war nochmal eure Schwäche? Eis, oder? Nicht übertreiben. Nein. Es war nicht Eis. Ja doch, es war es. Alles gut. Komm schon. Wie, Aerith hat eigentlich einen ganz nicen Angriff, weil sie mit ihren Attacken beide mal angreift gleichzeitig. Das ist eigentlich ganz nice. Ich hab geblockt. Hat trotzdem ordentlich Schaden gemacht. So, dann machen wir mal Subspirit. Eigentlich ist Aerith der beste Charakter in dem Spiel, fällt mir gerade so auf. Weil wenn man das Spiel auf schwer macht, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man es auch schwer durchspielen kann, ist es ja so, dass... dass Gegner natürlich schwerer und alles Mögliche sind. Und das, was die Sache wirklich deutlich schwerer nochmal macht. Blöde Fische. Blöde Fische! Ihr könnt es euch angreifen, meine Freunde, gell? So. Uiuiui, das war knapp. Uai, die haut an. Dass sich nämlich kein Leben auffüllt. Und, Verzeihung, dass man, was rede ich denn da? Dass man keine Items einsetzen kann, um sich das Leben aufzufüllen. Das heißt, man kann nur sich durch Magie heilen. Und da Magie ja doch immer im Endeffekt nur spärlich zu nutzen ist, ist es natürlich eine Sache, die das Spiel echt deutlich schwerer macht. Muss ich wieder zu meiner guten Arrow wechseln, oder? So, theoretisch könnte ich heilen. Oder ich kann Eis drauf dich machen. Boah, ey. Nein, 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 komm. Jetzt sind sie doch alle im Schockmodus. Außer du, mein Freund, aber das ist auch nicht weiter schlimm, denn wir machen erstmal Vishwa auf dich, Claudi Blaudi. Klaut mit der Blauzen. Ich habe ihn eigentlich geheilt, aber irgendwie hat ihn das nicht interessiert. Dann machen wir Engel. Was? Ah, ich habe noch keine bessere Stufe von Engel. So. So. Oh! Limit. Meine Wünsche, sie geben euch Kraft. Nice, nice, nice. Und Subspirit ist ja eigentlich im Endeffekt das, was das dann so geil mit Aerith macht, da ja sie dann im Endeffekt unbegrenzt MP hat, solange ich halt die ganze Zeit Subspirit spanne. Wir machen es uns aber auch schwer. Wir schmecken nicht. Ungenießbar. Geht schon mal vor. Los! Ja!
auch. Aber es sind zu viele. Kümmere dich um Eris. Beeil dich. Ich warne euch. Ich bin verdammt stark. Cloud! Schnell! Roger. Der Vergeltungsschlag wird durchgeführt. Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad. Jeder Widerstand wird im Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Einen ganzen Sektor zu vernichten, aber schon. Das Haus sitzt. Was? Sicher nur eine Patrouille. Los, nach Sektor 7. Jetzt müssen wir uns hier erstmal ganz entspannt ausruhen. Der Eisenbahnfriedhof. Okay, liebe Leute. Dann hoffen wir doch mal, dass wir da halbwegs lebendig hinkommen, ohne dass hier die Türks mit ihrem Massenvernichtungsplan hier schon starten können. Ja, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Irgendwelche coolen Materials, von denen ich wissen müsste. Eigentlich so richtig nichts Gutes dabei. Wie gesagt, wir stehen halt wirklich immer am Problem, dass wir einfach so viel, also zumindest dieses Grundding, die ganzen Materie, dass immer jeder Charakter zumindest, dass er einen Charakter hat, der Blitz, der Eis, der Feuer kann. Das reinste Labyrinth. Die Leute nennen es Eisenbahnfriedhof und sammeln hier Schrott. Hinter dem Bahndepot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Beleuchtet? Da vorne. Ah, Ladies first, komm, Arif. Wenn da von deiner Mutter fährt, dann kriegen wir, glaube ich, ein wenig Ärger. Habe ich sie jetzt einfach runtergeschubst? So macht es der Gentleman. Unheimlich. Hier ist keine Menschenseele. Nachts kommt hier niemand hin. Nicht nur wegen der Ungeheuer, auch wegen der Gerüchte. Gerüchte? Na, dass es auf dem Eisenbahnfriedhof angeblich spuken soll. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Hier soll's spuken? Das sind sicher nur Ammenmärchen, glaube ich auch. Aber... Beeilen wir uns. Arif, buh! Schade, hat nicht geklappt. So, okay, dann schauen wir mal, was für Geister sich hier umher streifen. Jip. Keiner, vor denen wir Angst haben. Und was versteckt sich in dieser Kiste? Kein Dämon, kein Monster. Ach Leute, das ist ja langweilig. Geht's da vorne eigentlich weiter? Jetzt wird aufgeräumt. Da helfe ich gern. Eine Wehrratte! Hilfe! Ich will nicht selber zu einer Wehrratte werden, wenn ich von der gebissen werde. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Also Wehrratten zu zerstören, das ist inzwischen meine leichteste Aufgabe. Also hier könnte man weiter, aber ich wandere jetzt erstmal dahinter. In der Hoffnung, dass wir da das ein oder andere Secret vielleicht noch finden. Denn ihr wisst ja, Secrets sind das einzig Wahre, was zählt. Zum Beispiel, wenn man hier einen Mithril-Stab erhält, den können wir, denke ich mal, nachdem wir jetzt erstmal wieder Waffen modifiziert haben. Oh, ich bin jetzt echt. Machen wir das jetzt mal automatisch. Modifikation bestimmen. Offensiv.
So. Weil dann müssen wir das nicht jedes Mal machen. Also zumindest bei der Waffe jetzt bei der neuen. So, Materia Slot, ja, okay. Ja, was, muss ich mal lesen hier in der Mitte. Bei vollen MP. Schaden von Angriffmagie. Hä? Ja, okay, ist eigentlich nicht so sinnvoll, weil meistens sind meine MP ja nicht voll. Das ist ja das Problem. Halt beim Töten von Gegner-TP. Das ist aber geil. Den werden wir vielleicht mal auslassen. Wie viele Slots hat der? Boah. Hat er vier Stück? Mir fällt gerade auf, ich habe mit Arrowfire eigentlich so viele Waffen, die ich alle nicht ausgerüstet habe. So, machen wir das. Na, ich bleibe jetzt bei dem, oder? Was kann die Waffe? Schauen wir nochmal so grundsätzlich das an. Zusätzliche Materia-Sort, Schockfell. Na, komm, wir nehmen den nach. Der ist geil. Der Mithril-Stab. Claudi Bauri. Kann ich mein Panzerschwert mal wieder upgraden? Lohnt sich das? Ha, inzwischen haben wir ja hier unzählig neue Slots hier. Aber ich meine, das Panzerschwert, das muss man auch wirklich sagen, das ist eher so standardmäßig. Also das hat wirklich so die Standard-Skills. So. Angriff, Schaden, das was man halt kennt. So, TP-Maximum. Und der zusätzliche Materia-Slot. Ah, verdammt, jetzt langt es mir nicht mehr. Das hätte ich nämlich sehr gerne. Aber wenn ich mir das anschaue... Oh, 43 macht sogar mehr Schaden. Hey, die Hartklinge... Oh, die hat ja am meisten Schaden. Ja, aber da scheitert es halt wieder an den blöden Materia-Slots, Mann. Schaden von normalen Angriffen, Schaden von Sprungangriffen, Schwert, Wirbel, Schaden gegen zerstörbare Einzelteile. Schaden von normalen Angriffen, wenn schon. So. Würde ich fast mal sagen, wir rüsten jetzt mal die Waffe hier aus. Weil vom Angriff gibt es ja nichts, was damit mithalten kann. Schaut euch mal dagegen hier das an. Das ist ja deutlich, die Eisenklinge, die hat ja deutlich weniger. Hat zwar ein bisschen mehr Magie und dazu diesen Verteidigungsboost. Aber ganz ernsthaft, da entscheide ich mich schon für die. Ah, bei ihr ist dasselbe. Ich mache das jetzt mal automatisch. Soll man zwar nicht machen. Mach mal, komm, mach mal ausgewogen. 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 Und ja, weil ihr seht, es ist halt doch schon einfach deutlich besser. So. Also bei Claudi Bauri tun wir die Haarklinge rein, einfach weil der physische Schaden halt deutlich höher ist und das ist halt schon gar nicht mal so unwichtig. So, was habe ich jetzt, was haben wir hier eigentlich noch? Sternanhänger, ah, mein Giftschutz, aber der ist halt echt sinnvoll immer noch. Erhöht beim Kampf die Wirkung von Heilmagie, wenn der TP, na, lädt vom Verbrauch von MP die Leiste auf, nee. Heieiei, ich mag nicht hier so lange rumskillen, aber das ist leider echt wichtig. So, also, weil das Ding ist, ich habe jetzt hier mit Cloud habe ich jetzt noch Luft, Heilen und Analyse. Das heißt, okay, Glut. Ich brauche immer noch mit Blitz. So, also wir tun jetzt erstmal kurz alles hier machen, ändern, komm. So, weil sie hat jetzt dann, oh, sie hat keinen Skillpoint mehr. Hä, ich dachte, ich habe jetzt noch einen übrig. Das Chakra, Glut, Heilen. Heilen braucht wie gesagt jeder. TP-Boost, Barriere, Frost. Ich habe keinen mit Gewitter. Und du kriegst den Mithril-Stab. Und ja gut, da ist eh wurscht. Was hast du eigentlich hier? Der Mondsichel-Talisman. Ja, das ist gut. Genau, du hast doch den Mondsichel-Talisman. Genau, sehr schön. So, Engel anwendbar, Eis anwendbar, Blitz. Vita, und jetzt haben wir hier noch Max MP. Ja, ich hätte eigentlich gerne die Auto-Vita. Sollen wir die machen? Müssen wir uns halt nicht so lange damit rumschlagen. Oder wir machen nochmal den MP-Boost. Stehlen ist natürlich auch nicht schlecht. So, Amplifikation, Versiegelung. Eher nicht. Puppe, was machen wir? Heilen hast du schon, gell? Gut, heilen hast du schon. Okay, dann, ich gebe dir jetzt die Auto-Vita. Ich finde, das ist cool. Da muss ich mich nicht die ganze Zeit selber ums Heilen drum kümmern. Und da sie eh so viel MP hat, ist das
gar nicht so wichtig. Also okay, dann haben wir ja mal unsere Tüftelei hier abgeschlossen. Ich hoffe, wir machen nun deutlich mehr Schaden. Lohnt sich halt doch mal hier die fetteren Schwerter auszurüsten. Schau dir mal das Ding an, das sieht echt ziemlich cool aus. Das Schlimme ist, das wirkt hier irgendwie, weil hier halt immer noch so einzelne Lichtquellen sind, als wäre hier noch jemand. Gleichzeitig wissen wir aber wahrscheinlich, dass hier keine Menschenseele mehr ist. Was ist denn das? So, keine taktischen Informationen. Greiferkäfer. Nee. Ich möchte nicht von den Greiferkäfern hier erwischt werden. Auch gerade gehört? Um die Zeit sollten hier eigentlich keine sein. Wer war das dann? Ich bin ein Geist. Na okay, man soll sich nicht drüber lustig machen. Ich will eigentlich nur, dass du tiefer. Hier sind furchtbare, grässliche Monster unterwegs. Du musst wirklich Angst haben. Am besten klammerst du dich um mich. Und Aerith, du natürlich auch. Auf der linken und dann auf der rechten Seite. So. Also, ihr könnt euch gerne so fest an mich klammern, wie ich will. Wie ihr wollt. Ist doch kein Problem. So, und wenn wir da jetzt hingehen, dann kommt so... Wenn wir da jetzt ganz vorne sind, machst du... Habt ihr das Leuchten da aus dem Fenster da gesehen? Naja, ganz herzhaft, alles, was ich bei Shinta gesehen habe, ist schlimmer. So, ist auch, was mir so cool an, gut an dem Spiel gefällt. Das erinnert mich an die furchtbare Spukvilla aus Crisis Core. Fertigkeiten, was haben wir denn hier? Ehre des Schrecken. Okay, die testen wir jetzt gleich mal. Juhula. Sauber. Ja, ja, Jungs und Mädels, ihr könnt schon wieder weiterlaufen. Aber ich schaue mich erstmal hier um, denn hier gibt es... Nix. Gar nix. Ah, eine Kiste. Und einen Gil. Ah, das war natürlich lustig. Geisterwesen. Ihr könnt es mich gerne ärgern. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber wenn ihr mich verarscht, wenn es um Kisten und Secrets geht, dann haben wir hier echt ein großes Problem. Weil da kenne ich keine Scherze. Wenn ich eine Kiste habe und sehe, dann soll da gefälligst was Gescheites drin sein. Ich bin hier die Wohlfahrt, dass ich ja einfach... freiwillig mich hier um so einen Schmarrn kümmere. Was mache ich denn gerade, dass über meine Materiestufe reicht? So, okay. Da sind auch nochmal Kisten. Also wenn ich mir das echt vorstelle, wie das ist, auf schwer zu spielen, wenn man da keine Gegenstände hat, das stelle ich mir nicht schön vor. Dass ich mich wirklich darauf verlassen muss, dass meine Charaktere heilen. Eieiei. Ich würde da eh krepieren. Aber ich denke, da hätten wir zumindest in den Abschnitten auch ein bisschen mehr Leben. Okay. Das bricht jetzt auseinander. Das bricht. Da fallen wir jetzt runter. Hüpfer, Cloud! Seid ihr okay? Alles noch dran, glaube ich. Kein Problem. Guck mal. Ganz schön dreist. Folgt diesem Weg. Ist diese Nachricht etwa für uns?
Oh, die kann gerne für uns sein, aber erstmal machen wir wieder die unnötigen Arbeiten heilen. Oh. So. Naja, solange die Geister uns immer einladen, ist das ja ein gutes Zeichen. Bossfight Time! Was zur Hölle? Dann los! Aber keine Sorge. Wir haben doch einen furchtlosen Bodyguard. Nicht wahr? Oder? Geister sind nicht mein Metier. Keine Ausflüchte, hörst du? Mach deinen Job. Aber nur, wenn ihr mich loslasst. Ich hab's euch prophezeit, Leute. Das war der Plan. Hast gut gemacht, Cloud. Was war das? Hilfe! Jeder für sich selbst! Wo ist denn zur Hölle Barrett mit seiner verdammten MG, wenn wir ihn brauchen? Bossfight Time. Geister Bossfight Time. Scheinbar wollen sie nicht nur reden. Also, Analyse. Ein paranormales Wesen, das auf dem Eisenbahnfriedhof herumspukt. Dieser Plagegeist spielt vorübergehend Streiche, die nicht immer harmlos enden. Über seine Motive ist nichts bekannt. Feuer ist seine Schwäche. Das ist sehr gut. Nach physischen Angriffen wirkt der Geist Schild und nach magischen Treffern Reflekt. Verwende Magieattacken, wenn er seinen Schild schützt. Und physische Attacken, wenn er Reflekt schützt. Okay. Also, erstmal im Endeffekt... Mit Feuer angreifen? Jetzt ist Magie. Können wir keine Magie einsetzen? Aber das war's eh schon. Kein freundlicher Geist. Das war aber ein bisschen mehr als nur so ein bisschen Schabernack, oder? Oh, wo geht's denn hier weiter? Müssen wir doch da durchquetschen. Wusste ich's doch. So. Oder? Hä? Das sieht jetzt eigentlich ganz eindeutig so aus, als könnte man da durchgehen. Aber irgendwie lässt er mich da nicht durchgehen. Tifa, wir haben ein Problem. Was hast du? Wer redet da? Oh. Gibt's da bitte zu warten? Nun, also... Oh. Was zum... Alles okay? Vielen Dank, Cloud.
müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Wie wär's mit Klettern? Nee, dann halt nicht klettern. Das schaffen wir. Uns hält niemand auf. Hier kommt so eine schöne, entspannte Musik, wo man eigentlich gar nicht dran denken könnte, dass man hier mehr oder weniger in der Geistervilla ist, im Geisterbahnhof hier. Ui, Leute, Mann, aber das Schwert haut ordentlich rein. Gefällt mir. Ich hätte jetzt eine der Waggontüren eigentlich genommen, aber... Einfach aufgemacht, aber das wird wahrscheinlich nicht gehen, oder? Meine gute Map. Okay, du bist keine Hilfe für mich. Alles deine Schuld, Derek, nur weil du wieder mit den Geistern reden wolltest. Hört auf, uns zu ärgern. Zum Kran geht es dort oben. Was ist noch schöner als in einem Geisterbahnfriedhof zu sein? Na klar, in einer Geisterbahn zu sein. Aber nun gut, wir haben... Wenn sie spielen wollen, sollen sie herkommen. Come on, ey. Ich komme auch gleich mal. Nun gut, liebe Leute. Wir werden uns jetzt hier das gleich nochmal genauer anschauen. Doch davor machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Let's Play Final Fantasy VII, dem Remake. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.